So, hallo, heute legen wir direkt los, ich will gar nicht lange labern. Ich baue heute eine Busbar, also das heißt quasi für die Parallelschaltung der 40 Batterien, die ich habe, die Verbindung. Was habe ich dafür genommen? Das hier ist ein Kupferdraht, der hat ungefähr 1,6 mm Durchmesser. Das reicht mir nicht, ich hätte ihn gerne ein bisschen dicker haben und außerdem auch gerade, so schief möchte ich den nicht einbauen. Eine super Lösung dafür ist einfach, den so schön zu verdrillen. Ich zeige euch jetzt, wie das geht. Also das hier ist Kupferdraht, der ist so silbern, weil er verzinnt ist. Das macht es beim Löten ein bisschen einfacher. Also ich habe mir dann direkt Verzinten gekauft. Kann ich euch auch nur empfehlen. So, ich brauche ungefähr 55 cm brauche ich an Draht. Das dann zweimal, weil ich den ja verzwirbel. Also sind wir hier irgendwie bei 1,10. Ich mache mal lieber ein bisschen mehr. Er wird ein klein wenig kürzer dadurch. Zange vergessen. Alles klar. So, wie kriege ich den jetzt schön gerade und verzwirbel den? Ist ziemlich einfach, ich zeige es euch. Ich packe den hier jetzt erstmal zusammen, dass der gleich lang ist. Dann ziehe ich ihn soweit auseinander. So, ist immer noch krumm und schief. Kein Problem. Was machen wir als nächstes? Ich spanne den hier ein. Ist egal, wo man den einspannt, da gibt es ja zigtausend Möglichkeiten. Ich habe jetzt nur die im Moment. Deswegen nehme ich hier einfach diese Klemme. Schön festmachen. So. Und danach spanne ich den in eine Bohrmaschine ein. So. Und schön festziehen. Alles klar. Dann Fuß drauf, hochziehen und los. Das war's. Jetzt hier an dieser Stelle das Kabel, pack das in die Zange und kann es so umbiegen. Zack. Okay, man kann sich da auch eine Schablone basteln oder sowas, habe ich auch schon einige gesehen. Einfach ein Holzbrett nehmen, zwei Nägel rein, dann kann man es auch da umbiegen. So sieht das Endergebnis aus. Da biege ich die hier nochmal um, mache hier einen Schrumpfschlauch drauf, einmal kurz dran föhnen mit dem Heißluftföhn und fertig ist das Ding. Was mir noch fehlt, sind hier vorne die Kabelschuhe, die werden heute noch wahrscheinlich geliefert. Und dann mache ich mir hier vorne so eine Öse dran und kann die Dinger damit schon verbinden. Und das war's. Ja, sieht man jetzt hier. Der kommt so rum. Passt super. Und sieht sogar gar nicht mal so schlecht aus, wenn ich. Na, ist gar nicht so viel Arbeit. Alles klar, das war's schon.